Ein paar Besonderheiten bei der Eigentumsübertragung. Der Jurist nennt das gutgläubiger Erwerb. Gutgläubig bedeutet, dass man nichts Böses ahnt und dass man dem, der nun eine Sache verkauft, für den rechtmäßigen Eigentümer hält. Schauen wir uns den Fall mal an. A leiht B seinen Tennisschläger. Wo ist der Tennisschläger jetzt? Bei B. B verkauft den Tennisschläger an C und C ist gutgläubig. Das ergibt sich aus dem Satz, C hält B für den Eigentümer. C ist also gutgläubig. Das nennt der Jurist gutgläubig. C ahnt nichts Böses. C ahnt nichts davon, dass B sich den Tennisschläger nur geliehen hat. Das ist ja also gar nicht der Eigentümer, sondern nur der Besitzer ist im Moment, aber nicht der Eigentümer. Die Frage ist, wie ist jetzt die Rechtslage? Kann C oder hat C nun Eigentum erworben, ja oder nein? Ja, hat er. Die Antwort ist richtig. Die Antwort ist richtig. Die Antwort ergibt sich aus 932 BGB. C hat tatsächlich, weil er gutgläubig war, das heißt von der Tatsache, dass B gar nicht Eigentümer ist, nichts wusste, tatsächlich rechtmäßig Eigentum erworben, obwohl das formaljuristisch ja gar nicht sauber ist. Formaljuristisch ist das nicht sauber. B hat etwas verkauft, was ihm nicht gehört. Interessanter Sachverhalt hier. Und übrigens, die Lösung ist richtig, aber für den einen oder anderen durchaus überraschend. Lassen Sie mich kurz den Hintergrund erklären. Die Väter des BGB hatten damals zwei Rechtsgüter abzuwägen. Einmal die formaljuristische Korrektheit und B den praktischen Geschäftsalltag, die Schnelligkeit der Übertragung. Und die Väter des BGB haben sich damals entschieden, der Schnelligkeit und Leichtigkeit der Übertragung den Vorrang zu geben vor der formaljuristischen Korrektheit. Denn formaljuristisch ist das nicht in Ordnung. Man würde sagen, B hat etwas verkauft, was ihm nicht gehört, also kann C nicht Eigentümer werden. So könnte man argumentieren. Auf der anderen Seite soll C geschützt werden, das heißt auch die Übertragung von Dingen von B an C soll in gewisser Weise geschützt werden, denn wenn man sich für die formaljuristische Korrektheit entschieden hätte, dann wäre die Konsequenz heute, dass wir jedes Mal, wenn wir etwas kaufen, von demjenigen, der uns verkauft, einen Eigentumsnachweis verlangen müssten, um sicher zu sein, dass er sich das Zeug nicht nur geliehen hat. Ich glaube, das war damals eine sehr kluge Entscheidung, ja, sich so zu entscheiden. Das heißt, die formaljuristische Korrektheit in gewisser Weise zu opfern, zugunsten der Schnelligkeit der Übertragung im Geschäftsverkehr. Dadurch kann der Käufer vertrauen, dass der Kauf, den er tätigt, Bestand hat. Ja, das ist die Konsequenz. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.